Liebe Freunde, ich weiß nicht, ob Sie schon gehört haben, aber die Stimmung gegen die Ampel scheint zunehmend mehr und mehr zu kippen und verschiedene Bevölkerungsgruppen scheinen nun aufzuwachen. Ganz besonders die Jüngeren, von denen man ja bisher gedacht hat, die wären tendenziell eher links. Dazu können Sie noch ein spezielles Video sehen, das vorhergehende von diesem, was leider noch nicht freigeschaltet wurde von YouTube. Aber schauen wir uns hier mal die spezielle Situation, die ist gar nicht speziell, die Situation in Thüringen an. Sie wollen mehr wissen? Los geht's! Also, liebe Freunde, ich blende Ihnen das hier mal ein. Schauen Sie mal. Thüringen, 47% der jungen Erwachsenen würden AfD wählen. Laut einer Zivilstudie im Auftrag der Friedrich-Ebert-Stiftung, und die Friedrich-Ebert-Stiftung ist SPD-nah. Also insofern, wenn das von da kommt, vom politischen Gegner, da muss ja schon was dran sein, können rund 47% der 18- bis 29-Jährigen in Thüringen sich vorstellen, die AfD zu wählen. Die Studie ist also relativ aktuell. So, wollen wir doch mal jetzt zur eigentlichen Studie rübergehen. Gucken Sie mal. Hier sehen Sie, das ist die Studie. Das ist der Ausschnitt aus der Studie mit der Statistik. Und da können Sie erkennen, halten Sie sich fest, von den 18- bis 29-Jährigen 47,5% AfD-Anteil. CDU noch erstaunlicherweise 20, die Grünen noch 7,4 und der Rest weiß nicht, was er wählen will. Also die Grünen verlieren überall rapide an Bedeutung und die Jugend, die nachwächst, die ist kurz vor der absoluten Mehrheit, um AfD zu wählen. Bei den etwas Älteren sinkt der Anteil von 30- bis 39-Jährigen nur noch auf 34,5. Hier haben die Grünen etwas mehr. Und hier bei den 40- bis 49-Jährigen und bis 64-Jährigen ist es so stabil um die 36-37%. Lediglich, und das überrascht mich jetzt ein bisschen, bei den 65-Jährigen ist der AfD-Anteil immer noch groß, aber relativ klein. Dafür ist der CDU-Anteil höher. Ja, liebe Freunde, es scheint zu kippen, gerade bei den Jungen. Und deswegen sehe ich das hier auch so positiv, wenn mehr und mehr darüber gedacht wird, das Wählen auch für 16-Jährige zu ermöglichen. Das ist eine gute Idee, denn auch bei den unter 18-Jährigen durften wir in letzter Zeit feststellen, dass dort die AfD in einer großen Anzahl gewählt wird. Nun ist die Frage, warum sich das alles so verschoben hat. Gut, Thüringen ist natürlich ein besonders harter Fall, vergessen Sie nicht. Dort ist 2020 oder 21, wann war das? Nee, 20, ist ein Ministerpräsident installiert worden, der nicht in einer ordentlichen Wahl zustande gekommen ist. Der vorher gewählt worden ist, ein Mensch von der FDP, der wurde auf Anweisung von Merkel wieder entfernt. Also in Thüringen haben wir es durchaus mit einer Art Rechtsbeugung zu tun. Und gut, ist die Frage, inwieweit sich die Jüngeren noch an diese Situation vor 5 Jahren erinnern werden können. Aber na gut. Aber die Jüngeren haben natürlich auch in ihrer eigenen Lebenswirklichkeit langsam zur Kenntnis nehmen müssen, dass es nicht mehr so ist, wie es noch vor ein paar Jahren war. Durch die Ampel hat sich vieles unheimlich verschlechtert. Gehen Sie mal als junges Mädel nachts ins Disco-Leben, ins Nachtleben, was vor wenigen Jahren noch ohne Probleme möglich war, alleine dahin zu gehen, geht jetzt in vielen Städten gar nicht mehr. Das ist natürlich eine absolute Einschränkung der persönlichen Freiheit. Auch in den Schulen wird es für die Kinder immer schwieriger, weil natürlich die Deutschen meistens in der Minderheit sind und der Druck unserer, wie wollen wir sie nennen, mediterranen Bewohner unseres Landes wird natürlich in allen Fronten immer höher und höher und höher. So, dass schon in der Schule eben die Probleme auftreten, weil die Deutschen eben in der Minderheit sind. Dieses, dann die enorme Inflation, dann die sehr spezielle Politik, ich muss mich immer in meinen Wörtern hier sehr mäßigen, sonst wird das Video wieder gesperrt, im Osten zwischen Ukraine und Russland, trägt natürlich auch weiter dazu bei, dass die Jugendlichen natürlich auch eine gewisse, jetzt können wir einen Lastwagen, Moment,
dass die Grünen auch, was nicht die Grünen, dass die Jugendlichen auch eine gewisse Gefahr sehen, dass das möglicherweise mal eskalieren kann. Und wenn denn das eskaliert, dann wird es auch in Deutschland extrem ungemütlich. Dann der wirtschaftliche Abbau, wie wir ihn zurzeit haben. Durch die enormen Gas-, Elektrizitätspreise, durch die ganzen Steuern, durch die vielen Vorschriften wandern immer mehr Firmen ab. Das heißt, selbst die Jugendlichen wissen, es wird immer schwieriger werden, später dann eventuell einen Arbeitsplatz zu bekommen. Es wird auch immer schwieriger, Wohnungen zu bekommen, weil die Bauvorschriften mittlerweile so überzogen sind, dass die Preise nach oben knallen ohne Ende. Also auch die Kinder, auch wenn sie dann ein bisschen älter sind, gegebenenfalls, also über 20 oder so, und die dann möglicherweise die Probleme auch ihrer Eltern sehen oder selber die Probleme sehen, wenn sie sich zum Beispiel ziehen irgendwo hin, wollen studieren und wollen sich eine Wohnung mieten und es ist kaum noch möglich, weil es keine mehr gibt, die sehen natürlich auch alles, was auf sie zurollt. Dann natürlich, wenn sie weiter in die Zukunft denken, sagen die meisten Jugendlichen auch, Rente werde ich sowieso nicht kriegen. Ja, aber ich soll in das System einzahlen, ich bekomme später nichts. Also die Ersten beginnen aufzuwachen und je pfiffiger, je aufgeweckter ein Jugendlicher oder ein in den 20er Jahren befindlicher junger Erwachsener sich befindet, umso mehr sehen sie natürlich, wohin unsere ganze Republik abgleitet. Und das dürfte natürlich in erster Linie den Erfolg für die AfD und den Misserfolg für die Grünen bedeuten. Also auf Dauer werden sich die Leute das nicht gefallen lassen. Und sie werden den Wunsch haben, dass sich irgendetwas ändert. Denn wenn sie die bisherigen Parteien wählen, da tut sich überhaupt nichts. Das sind im Prinzip alles Grüne. Die CDU sind schwarz angestrichene Grüne. Die SPD sind rot angestrichene Grüne, die FDP sind gelb angestrichene Grüne. Und den anderen Rest, da brauchen wir, glaube ich, nicht drüber zu sprechen. Selbst die Wagenknecht-Partei, wo die Wagenknecht ja durchaus die Probleme richtig analysiert, aber nur die falschen Konsequenzen draus zieht, die können sie auch nicht wählen. Ja, und das dürfte der Grund sein, weswegen da so viel Bewegung drin ist. Und auch, ich will hier nicht über die AfD sprechen, ich will hier keiner Partei übermäßig zusprechen, aber wenn Sie sich mal die Qualifikation der AfD-Abgeordneten ansehen und die der Grünen, dann werden Sie feststellen, dass die meisten AfD-Abgeordneten eine abgeschlossene Ausbildung haben oder sogar ein Studium. Und bei den Grünen ist es ein bisschen problematisch. Und wenn Sie mal auf die SPD gucken, da der Hauptgeschäftsführer, unser Callcenter Kevin, der hat ja nun leider Gottes absolut nichts an Ausbildung und Qualifikation zu bieten. Das dürfte alles dabei eine Rolle spielen, aber denken Sie mal drüber nach, sehen Sie sich das an und überlegen Sie unbedingt auch, wen Sie bei der nächsten Wahl wählen werden. Das dürfte ganz entscheidend sein für die Zukunft unseres Landes. Bis zum nächsten Video.